Hallo liebe Zuschauer, heute zeigen wir euch das Spiel Slide Quest. Slide Quest ist ein Spiel aus dem Hause Blue Orange, Vertrieb über Asmodee. Das Ganze ist ab 7 Jahre für 1 bis 4 Spieler. Man sieht es ja, der Elias macht es jetzt erstmal alleine. So, und geht 15 bis 45 Minuten. Und bei dem Spiel, ich sage ich immer, entweder gefällt einem so ein Spiel oder es gefällt einem gar nicht. Zwischendrin gibt es eigentlich wenig, weil man sieht ja hier diese Wippen und diesen Mechanismus. Es ist Geschicklichkeit sehr gefragt, wobei wir jetzt hier schon bei Level 9 angelangt sind. So, wie funktioniert das ganze System? Ihr habt natürlich so ein Inlay, solche Schieber, die werden einfach reingeschoben, ist relativ einfach. Und dann beginnt ihr am besten mit Level 1. Das heißt, es sind natürlich 20 Level enthalten und die Bögen werden dann einfach drauf platziert. Level 1, so gut, gerade hier. Okay. Level 1 hat ein Loch, zeige ich ganz kurz. Das heißt, das haben wir hier und ihr müsst die Wege entlang fahren, um zum Ziel zu gelangen. Am Anfang habt ihr gewisse Lebenspunkte. Ihr könnt euch aussuchen, wo ihr starten wollt. Entweder hier im blauen Bereich oder im grünen Bereich oder auch im roten. Meistens starten die Kinder oder wenn wir spielen, schon mit Level 8. So beginnt ihr dann in dem mit Fall. Leben 8, nicht mit Leben 8. Mit Leben 8. Sehr gut. Es ist immer gut, dass jemand dabei ist, wenn der Papa sich wieder verhaspelt. So, deswegen, ich habe das Level nämlich schon im Mund gehabt. Ihr könnt spielen von 1 bis 20. Also richtig durchspielen und ihr versucht es natürlich durchzuschaffen. Ihr könnt aber auch sagen, ihr spielt einfach so diese gelben Level, das heißt Level 1 bis 5. Oder ihr nehmt dann das nächste, Level 6 bis 10, glaube ich, in dem Fall, und so weiter. Ist also auch aufgeteilt, weil es ist ja immer frustrierend, wenn man dann wieder von vorne anfangen muss. Wenn man sagt, oh, das ist ja wie bei Computerspielen auch, jetzt muss ich wieder beim Anfang anfangen und mich erst hochleveln ungefähr. Nein, hier könnt ihr in dem Fall dann auch zwischendrin anfangen und wählt dann einfach einen Bereich wie 6 bis 10 und versucht es mit den entsprechenden Lebenspunkten. Habe genau. Aber schon 2 versenkt und das 1 dann daran ins 3er. Genau, so, und ich würde sagen, der Papa sitzt nebendran, aber ich habe es auch vorhin gefilmt, wo der Elias mit der Alina gespielt hat und da haben sie es zu zweit gespielt. Schauen wir einfach mal in die eine oder andere Sequenz rein, bevor ich noch ein bisschen was zum Aufbau sage. Jetzt habt ihr einen kleinen Überblick bekommen und ihr merkt, man muss sich schon an den Linien entsprechend orientieren. Und unter Umständen gibt es auch Leben auf dem Plan, Lebenspunkte, wo man sich weitere Punkte holen kann. Es gibt aber bei weitem noch mehr. Es gibt natürlich solche Begrenzungen, es gibt solche Bösewichte, die man erst in die Löcher schubsen muss. Was auch ganz cool ist, es gibt Dynamit, wo entsprechend auf dem Spielplan platziert wird, auf die entsprechende Position, was nicht umfallen darf. Ganz wichtig, nicht in die Löcher, sondern es darf nicht einmal umfallen, weil sonst verliert man auch ein Lebenspunkt. Und so spielt ihr das Ganze immer weiter und entdeckt natürlich Level für Level neue Herausforderungen und das Ganze wird natürlich immer schwieriger. Eins habe ich vergessen, weil das liegt bei, da fragt man sich, warum liegt es bei. So, ihr habt ja diese Leiste mit den Lebenspunkten. Wenn ihr sagt, ach, wir haben jetzt keine Zeit mehr, müssen das Ganze abbauen, das geht ja total einfach, das Abbauen, dann könnt ihr euch das einfach festhalten auf so einem Plan. Das heißt, auf dem Schieber tragt ihr ein, welches Level ihr seid und wie viele Lebenspunkte ihr habt. So könnt ihr jederzeit dann wieder zu einem späteren Zeitpunkt anfangen. Ja, Elias, du bist fertig. Jetzt können wir ganz kurz den Zuschauern sagen, wie hat es denn dir gefallen? Ganz gut. Ist richtig toll, oder? Also, was ich auch sagen muss, ist, die Grafik finde ich schon mal richtig cool in dem Fall. Also richtig toll gemacht. Jean-François Rojas, Nicolas Bourgon und sind die Autoren und Stéphane Escapa hat es illustriert. Richtig toll. Macht Spaß, hat Herausforderungen, allerdings, Elias, wenn man Level 1 bis 20 durch hat, ist es ja langweilig, oder? Ja. Eigentlich ist es ja langweilig und dann denkt man, okay,
Ja, dann spielt ihr es auf Zeit. Das heißt, ihr spielt die einzelnen Level dann auf Zeit. Übrigens, das ist die Anleitung, ist eigentlich schon ein Witz. Also ist ja sofort gelesen, braucht ihr gar nicht vorbereiten. Da habt ihr zum Beispiel für Level 1 40 Sekunden Zeit, für Level 2 40 Sekunden und so weiter. Das heißt, ihr habt ein bisschen mehr Zeit, aber es wird ganz schön eng. Elias, du hast gerade diese Figur in der Hand. Was ist denn da drunter, dass die sie überhaupt so schieben lässt? Das ist eine Kugel eine drauf. Eine Kugel, die rollt dann. Das ist gut. Also es ist nicht flach, plastisch etc., sondern die rollt perfekt über den Plan hinweg. Und das ist richtig gut gemacht. Also da habt ihr auch vom Handling keine Probleme. Ihr habt es gesehen. Allein kann man es auch spielen. Ja, würde ich jetzt nicht empfehlen. Zu zweit funktioniert es. Ideal ist mit 4 Spielern, wobei nicht unbedingt. Zu zweit denke ich, wir haben es ja auch ausprobiert, zu zweit ist es auch schon super, weil man dann zwei Sachen dann steuern muss. Und das funktioniert ja auch richtig gut. Das habt ihr jetzt zum Beispiel mit der Alina und mit dem Elias gesehen. Also durchaus auch ein Spiel, wo Kinder irgendwann dann auch alleine spielen können, wenn sie das Prinzip verstanden haben. Und das haben sie recht schnell verstanden. Elias, klare Empfehlung von dir? Von mir auch. Richtig gut. Das Einzige, was ich sagen muss, ich habe es ja angesprochen, 20 Level, okay, dann spiele ich auf Zeit. Ich hoffe sehr, dass zu diesem Spiel noch in Zukunft Erweiterungen kommen. Nochmal 20, 30 Level, weil dann ist es wirklich ein Spiel, wo ich sage, kann ich wirklich empfehlen, holt es euch. Weil 50 Level beispielsweise wäre dann schon eine Menge und das lässt sich sicherlich hier super gestalten. Also ich hoffe, das Spiel ist erfolgreich. Werden wir mal sehen, je nachdem, wann ihr das Video dann anschaut, dann könnt ihr das auch in die Kommentare reinschreiben. Und ich hoffe natürlich sehr, dass auch das Spiel in Form von Erweiterung fortgeführt wird, weil es den Kindern macht Spaß. Allerdings auch ich als Erwachsener komme voll auf meine Kosten, weil die Level bringen einfach mit der Zeit so viel Abwechslung und die werden natürlich härter. Also so schnell Durchlauf mit 20 Level, das habt ihr auf keinen Fall. Da braucht ihr einige Zeit und das haben wir persönlich auch noch nicht geschafft. Ich glaube, das waren alle Infos zu einer Herbstneuheit quasi. Je nachdem, wann ihr das Video schaut, könnt ihr unten schauen. Eine neue Variante. Und könnt natürlich auch das Spiel über unsere Links unten bestellen. Das wäre ganz cool, wenn ihr da uns unterstützt oder über andere Produkte. Ansonsten, wenn ihr noch kein Abo habt, drückt unten mal auf Abo drauf. Gebt uns gerne ein Like oder, was du immer sagst, das Video könnt ihr auch teilen. Und ich glaube, nach deinem Aufruf, der Elias sagt es immer, ist es ja wirklich rasant hochgegangen, weil immer mehr die Videos auch teilen. Also hier auch herzlichen Dank für eure Aktion, die ihr hier leistet. Und ja, abschließend natürlich noch, wenn euch das Spiel zusagt oder nicht, schreibt es doch mal in die Kommentare rein, ob euch sowas gefällt. Weil es eine ungewöhnliche, ich habe ja gesagt, entweder gefällt es einem nicht oder es gefällt einem. Und ich bin auf eure Meinung natürlich auch sehr gespannt. Jetzt sage ich aber Tschüss, bis bald.